Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 17. Juli 2019. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, haben die Natur beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Und sie hatten ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet, im Einklang mit der Natur, im Einklang zum kosmischen Einflüsse. Leider wurde von diesem Kalender ein Teil zerstört durch die Inquisition. Ein Teil ist erhalten geblieben und das möchte ich näher bringen. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen der Mayas. Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen, und wir befinden uns jetzt gerade in der 17. Welle und es dauert bis 19. Juli 2019. Über diesem 17. Welle herrscht Muluk und das ist das Bild dafür. Diese Welle ist die Welle der Ausgeglichenheit. Es gibt ein Gesetz, Ursache und Wirkung. Und das sollen wir beherzigen, das lernen wir gerade in dieser Welle. Das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann kommt es im nächsten Leben. Es ist ein kosmisches Gesetz und die Seele muss das ausgleichen. Außerdem lernen wir bei dieser Welle geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Diese Welle belehrt uns, die Gesetze zu verstehen. Ich empfehle dazu, die hermetischen Gesetze damit mal beschäftigen, wie Ursache und Wirkung oder wie oben, so ist es auch unten, wie innen, so ist es außen. Das sind wichtige kosmische Gesetze oder göttliche Gesetze. In diesen Wellen lernen wir auch auf unserem Herz hören und zeigen Dankbarkeit und Hingabe. Wir schauen aber auch unserem Schattenseite an und das sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Unsicherheit, Schuldgefühl. Und wir sollen von diesen negativen Gefühlen verabschieden, weil dadurch entstehen Blockaden. Diese Welle, diese 17. Welle, bedeutet auch Wachstum, Gewinn und etwas in Besitz zu nehmen. Muluk herrscht über diese Welle, bedeutet übersetzt Wasser, das Fluss des Lebens. Und das sollen wir vertrauen, das Fluss des Lebens, der Rad des Schicksals. In dieser Welle kommen auch die karmischen Erinnerungen. Die heutige Tag ist der 11. Tag dieser 17. Welle und die Mayas haben die Zahl 11 so gezeichnet. Die Linie bedeutet 5, das 2 mal, 10 und 1 dazu. Die Mayas haben die Zahl 11 als Meisterzahl betrachtet. Das ist die Schwingung der 11, was die schwere Energie zum leichten Energie uns überreicht. Diese Meisterzahl belehrt uns, unserem Gedanken, unserem Leben, unserem Gefühlen oder eine bestimmte Situation meisterhaft bewältigen. Die heutige Tagesenergie ist Kauak,
So wurde das gezeichnet, bedeutet Regensturm. Und das heißt blitzartige Ideen, Erneuerungsprozesse, Wandlung, Veränderung, Wachstum. Kauak steht in unserem Körper zu unserem Herz und Kreislauf, unserem Nervensystem und unserem Verstand. Krafttier ist die Schildkröte. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.